Hallo und herzlich willkommen wieder hier mit mir, nur einer von vielen, und zu Escapist 2. Es geht weiter. Tag 2 oder Tag 3. Na, wie auch immer. Wir wollen halt weiter versuchen, hier auszubrechen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, die Abfallbeseitigung wird mir helfen, hier rauszukommen. Ich habe mich gerade für den Job der Abfallbeseitigung eingeschrieben. Und jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn hier Abfallbeseitigung? Wo kriege ich denn meinen Mob her? Ich muss jetzt hier arbeiten. Ich muss jetzt hier irgendwie Arbeitspensum erfüllen. Ich weiß nur noch nicht wie. Handschuhe und Maske. Achso. Muss ich die jetzt anziehen? Handschuhe? Häftlingskleidung. Gesichtsmaske. Handschuhe. Kann ich nicht beides anziehen? Na, dann nehmen wir einfach nur mal die Handschuhe. Was müssen wir denn hier machen? Müllcontainer. Handeln. Handeln? Ah, aufgenommene Charaktere und Pulte. So, ja und jetzt? Muss ich das hier reinschmeißen oder was? Ja, sah so aus, ne? Ah, okay, rot. Oh, das ist ja ein sehr, 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 sehr schwieriger Job, muss ich sagen. Oh, jetzt muss ich das in der Blaue schmeißen. Okay. Ja, ich muss meinen Job halt hier heute fertig machen, ne? Also, muss meinen Soll zumindest erfüllen. Umso schneller sind wir hier wieder raus. Muss ich mir jetzt echt nur Handschuhe dafür anziehen, oder wie? Ja, ne? Scheint so. Das Geräusch hört sich aber nicht so gut an, was hier mal kommt. Hört mal hin. Als ob ich da was falsch gemacht habe. Komm, ich mach mal noch einen. Oh, da habe ich daneben geschmissen, ne? Ja, habe ich selber gemerkt. Also, mein Freund, ich bin fertig mit der Arbeit. Dann kann ich mich jetzt hier um was anderes kümmern, ne? Dann können wir jetzt hier wieder unseren Ausbruch planen. Wir haben noch ein paar Handschuhe, ne? Ich gehe erstmal wieder zu meiner Zelle und bringe mal eben die Sachen dahin. Obwohl, die Handschuhe brauche ich gar nicht, ne? Kann man denn auch eigentlich Sachen wegschmeißen? Den Energy Drink hätte ich schon mal benutzen können, ne? So, wie schmeiße ich das denn jetzt hier weg? Linke Maustaste nehmen, ja, ist klar. Ja, dann wird mir das halt gleich geklaut. Ich brauche noch ein Stück Holz. Der hier hat einen Baseballschläger, ne? Dan! Wow! Ich guck nochmal kurz hier nach einem Holz. Da ist ein Holz, das ist gut. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, dann lässt er halt die Handschuhe da. Und Handschaufel klingt auch gut. Postadresse, so. Nehmen wir mal die wichtigen Sachen mit. Bringen wir schon mal nach Hause. Sportzeit! Es ist wieder Sportzeit! Lassen wir das mal hier. Was ist noch illegal? Das Holz. Ich muss jetzt irgendwas mitnehmen hier. Ich nehme den Mob mit. So, lassen wir die guten Sachen da. Was ist denn jetzt hier noch Crap? Was brauchen wir denn nicht? Tasse brauchen wir nicht. Nagellack brauchen wir, glaube ich, gerade nicht, ne? Ich muss irgendwie meine Sachen loswerden. Egal, erstmal wieder Sport machen gehen. Obwohl Sport. Sport ist bei uns Denksport, ne? Wo war das? Ah, hier war das, okay. Lernen. Ja, dann lernen wir mal noch ein bisschen, ne? Das ist ja zum Glück recht easy. Ja, lernen ist halt so leicht, ne? Verstand von 44, das hört sich gut an. Müssen wir später mal gucken, wo wir die Fitness hochkriegen können. Das hier ist halt recht chillig, da muss man nicht wenigstens immer Q und E drücken. Hier muss er immer nur E spammen. Ist irgendwie leichter, habe ich so den Eindruck. Sport, ja, das ist doch. Ich habe da wohl... Oh, scheiße, nee, das zählt ja nicht als Sport. Scheiße, jetzt bin ich aufgefallen, weil ich keinen Sport gemacht habe. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall duschen gehen, leider. Na gut, gehen wir duschen. In der Freizeit kann ich lesen gehen, ne? Oh, da sehen wir jetzt auch schon, ne, wir haben einen halben Stern bekommen. Oh, 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 oh. Duschen, 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 hier rum. Wo sind die Duschen hier? Ja, ich renn doch schon, Mann, hätt's doch nicht so. Ah, da bin ich unter der Dusche. Dann genießen wir hier mal schön die Dusche. Was, meine Güte, was in aller Welt ist das? Ja, was denn? Okay, so, jetzt haben wir geduscht, jetzt können wir eigentlich wieder lernen gehen, ne? Was kommt denn bloß danach nochmal? Ich gehe so lange nochmal kurz lernen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Ich glaube, danach kommt Freizeit, oder? Was war ab 17 Uhr? Ich glaube schon. Ich werfe nochmal einen Blick ins Buch. Komm, schnell hier, da kriegen wir den Verstand nochmal einen hoch. Oder zwei sogar. So, 53. Wir wollen noch ein schlaues Kerlchen sein. Mit 100 Verstand können die uns hier wahrscheinlich gar nicht mehr im Knast halten. Abendbrotzeit. Komm, einer geht noch, du. Einer, einen nach. So, jetzt, wir haben keine Zeit mehr, ich muss schnell was essen gehen. Sonst kriege ich wieder Lack, da ich heute nichts gegessen habe. Wo war das denn nochmal? Ah, hier hinten, ne? Da, wo sie alle hinflitzen. Ja, ich renne, ich schließe mich einfach der Schlange an und renne da hinterher. Mal gucken, ob hier wieder eine Schlägerei stattfindet. Tja, tüta, da, lass mich durch hier. So ein Kerl wie ich hier. Ups, oh, ah, damn, dann war ich jetzt wieder, ne? Hallo, Wachen, hilf mir. Hier ist wieder so ein Verrückter, der geht auf mich los. Du hier, hallo. Wache, Burnil. Hilf mir. Da hast du gesehen, der hat mich voll gehauen. Ist er nicht, der will jetzt auch noch auf mich.
Ja, die gehen alle auf mich. Hey, ich will doch nur den Robert essen. Mann. Ihr könnt mich doch nicht schon wieder hier... Oh, zum Glück. Ich schaff das. Ich schaff das. Die Gerechtigkeit siegt, ne? Ja, jetzt muss ich mich noch schnell hinsetzen und was essen. Oh, haben wir geschafft. So, Freizeit. Jetzt können wir endlich wieder lernen gehen. Das war aber knapp, ne? Naja, nimm den mal mit da. Der ist so richtig K.O., du. Wo waren da nochmal das Lernen? War das unten oder war das hier oben? Und gleich in der Nacht können wir uns dann schöne Basie machen, ne? Erstmal lernen wir noch was. Vielleicht kriegen wir dann neue Rezepte. Vielleicht können wir dann mehr Sachen machen. Je schlauer wir sind, umso besser ist das. Behaupte ich jetzt einfach mal. Komm mal, zumindest so ein Verstand von 60 kann nicht schaden, ne? 58. 59. 60. Oh, und auch diese entspannte Musik hier im Hintergrund, ne? Muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr amüsant, entspannend, meine ich. Ruhig, zufriedenstellend, genüsslich. Was soll man sagen? Ich finde, das mit dem Verstand geht aber schon ein bisschen schnell, ne? Das könnte ruhig länger dauern. Oder wahrscheinlich bin ich ein scheiß Ausbrecher, ne? Andere hätten das schon längst geschafft, hier auszubrechen. Und ich bin hier immer noch im Knast, nach 2 Tagen. Richtig peinlich. So langweilig, da ändere ich bald was dran. Warte ab. Ich beeil mich ja schon. Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas drin? Gib es hier vor uns was drin zu holen. Nee, gib es nicht. Ey, da steht ein Grill. Eigentlich will ich hier gar nicht raus. Guckt euch mal den Knast an. Das kann man gar nicht richtig als Knast bezeichnen, oder? Guck mal hier, hier sind überall Liegen und das sieht so idyllisch aus hier. Gut, das könnte ein bisschen sauberer sein, ne? Das stimmt schon, aber sonst? Eigentlich ist das hier... Oh, die Zelle ist schon belegt. Ja, ist ja gut. Habe ich darin schon? Da habe ich, glaube ich, schon drin gestöbert, ne? Da ist nichts Tolles drin. In Sepps Zelle. Hier, da war ich doch auch schon, ne? Alexis hatte ich, glaube ich, auch schon. Oh, eine Pfeile, das ist gut. Lassen wir mal die Handschuhe hier und die Tasse und nehmen wir mal die Pfeile mit. Ja, ich konzentriere mich mal so ein bisschen auf illegale Gegenstände. Gut wert, wenn wir die verkaufen könnten. Irgendwo muss ich ja mal Kohle herkriegen. Noch eine Pfeile, wow. Das gefällt mir immer besser hier. Na, was bist du denn hier für einer? Zeig mal. Alter. Sind das hier Sachen, die der kauft oder wie? Ne, das sind Sachen, die er verkauft, ne? Was haben wir denn hier? Schenken. Warum soll ich dir denn... Pff, als ob ich dir was schenke. Kannst du mich mal? Kann ich dem nicht vielleicht was verkaufen? Das wäre super. Ne, der will nichts von mir. Dann nicht. Pech gehabt. Du kriegst von mir gar nichts mehr. Bringen wir den Kram mal eben nach Hause. Können wir uns jetzt ja schauen. Ist sowieso gleich Schlafenszeit, ne? Komm, bewegen wir unseren Arsch schon mal nach Hause. Und dann können wir uns da schon mal anfangen, was Gutes herzustellen, ne? Ey, raus da! Nein! Was machst du in meiner Zelle? Oh, 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 oh. Oh, ey. Komm da raus. Oh Mann, ich habe ein ganz ungutes Gefühl, ne? Wenn er jetzt in meinen Spind guckt da. In meinen Tisch. Weg von meinem Tisch, du. Mann. Da will ich gerade die illegalen Sachen nach Hause bringen. Sei nicht, der wartet hier echt auf mich. Raus hier, das ist meine Zelle. Genau. So. Wie ging das denn nochmal hier mit dem Laken hochheben? Ich kann auch irgendwie mit dem Laken meine Zellenwand bedecken. Klappt irgendwie gar nicht mehr. Oh, zum Glück hat der unseren Scheiß hier nicht gefunden. Das brauchen wir nicht. Da tun wir auch schon mal wieder rein. Ein bisschen Klopapier. So, warte mal. Jetzt fangen wir mal an hier. Wir müssen mal ein bisschen Platz machen, ne? Warum? Warum immer in meiner Zelle? Geh doch mal woanders hin. Also, was brauchen wir noch? Den Drink lassen wir mal hier. Klebeband nehmen wir mit. Tintenfass lassen wir hier. Dafür nehmen wir das zweite Holz. So. Jetzt müssten wir eigentlich... Ah, da ist ein verstecktes Fach. Das ist ja nice. Aha. Und wie kriege ich die Sachen da in das versteckte Fach rein? Warte mal, wenn wir das jetzt nochmal voll machen. Und jetzt? Packt der das nicht in das... Vielleicht... Ah, rechte Maus. Ah, okay, gut. Alles klar. Dann packen wir die guten Sachen halt mal da natürlich da wo sie hingehören, ne? Was ist jetzt los? Ah, ich muss wieder zum Appell hier, so ein Mist. Warte, ich nehme mir noch kurz die guten Sachen mit. Oder? Ne, ich lasse die hier. Ich packe die in mein verstecktes Fach hier, ne? So. Finden die Wachen die Sachen in dem versteckten Fach? Das ist halt die Frage, ne? So. Schnell zum Appell, bevor ich hier noch weiter auffall. Ich habe schon einen halben negativen Stern. Oder schon einen halben Stern, was auch immer das ist. Okay, ich war beim Appell, dann können wir uns jetzt hier weiter drum kümmern. Ah, ich werde langsam gut, ne? Habe ich so den Eindruck. Wartet ab hier. Ich werde noch ein richtig, richtig guter Ausbrecher. Irgendwann. Oh, dann fangen wir mal an hier. Wir brauchen einmal Klebeband. Das brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. So, jetzt können wir uns hier schon was richtig Gutes machen. Glaube ich, habe ich so gehört.
Wir wollen uns, wo war das denn hier nochmal? Fertigen, ja, ne? Fertigen, hört sich gut an. Ach, hier steht, was wir alles machen können. Ach so. Ja, Intelligenz 70. Was kriegen wir da noch? Toller Metallschlagstock, das hört sich gut an. Allzweckwerkzeug in Enterhaken. Oh, nice. Stabiler Schmuggelwarebeutelwerkzeug. Hört sich auch gut an. Wir fangen mal mit ein paar einfacheren Sachen an, ne? Was haben wir denn hier? Ein Manikürenset. Oh, können wir sogar herstellen. Was auch immer wir damit machen können. Vielleicht können wir das verkaufen oder so. Ein Seil aus Bettlaken. Ich weiß nur nicht, wie ich das Bettlaken aufgehoben kriege. Das können wir machen. Baseballschläger. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Unverleimtes Möbelstück. Ich mache mir erstmal ein Basie, wa? So, damit haben wir eine Waffe. Jetzt sind wir nicht mehr so ungeschützt. Das Pult von Jacksepticeye wird durchsucht werden. Oh, ja. Hauptsache, der durchsucht nicht meins. Ja, ich bin halt jetzt so ein bisschen skeptisch, ob die die Sachen in dem versteckten Fach finden werden, ne? Wahrscheinlich. Denke ich mal, wenn die das durchsuchen, ne? Wahrscheinlich können die mir nur nicht geklaut werden. So, damit haben wir zumindest schon mal alles, was... So, alles, was illegal ist, haben wir da unten drin. Die legalen Sachen haben wir da, bis auf den Basie. Und ich würde sagen, jetzt einfach mal so aus Spaß... was? Licht aus? Ne, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, du! Okay, na gut. Das ist halt der Nachteil am Knast, ne? Wenn man da nicht rauskommen soll, dann kommt man da halt nicht raus. Ah, das ist so ein aufgeladener Schlag, oder was? Oh, mit einem Powerschlag gegen die Tür geschlagen. Bam! Ne, ich komme trotzdem nicht raus hier. Wie war das denn nochmal mit dem Laken? Das ging doch irgendwie. Kuh? Ne, mit E lege ich mich da rein. Ich will nicht darin schlafen. Ich will das aufheben, dann Laken. Ah, so war das. So, genau. Und dann, ich brauche halt zwei Laken, ne? Oh, jetzt hebe ich noch den Pult hoch. Ne, das wollte ich nicht. Leertaste war es, ne? Ja, so, dann können die, so, muss ja nicht sein, dass die mich ja sehen können, ne? Während ich hier meine Ausbruchsversuche plane. Kriege ich jetzt ein neues Laken? Da wäre toll. Mein Laken ist weg, das ist total abgenutzt. Ich habe gehört, das ist hier im Knast so wie im Hotel, ne? Wenn man seine Handtücher und Laken vor die Zellentür legt oder aufs Zellengitter legt, dann kriegt man halt neue. Werden wir mal sehen, ob wir morgen neue kriegen. Okay, wir müssen wieder zum Appell hier. Immer dieser lästige Appell. Ich bin doch da hier, ne? So, gut, jetzt können wir hier weiter. Ich will heute mal eine Schlägerei anfangen. So, Spaß. Oh, ich muss doch kurz gucken, wer durchsucht wird, ne? Nicht, dass ich durchsucht werde. Wir schlagen euch nur aus Liebe. Das ist aber nett von euch. Ich stelle mich jetzt hier zu den Wärtern, ne? Ich bin jetzt einer von den Wärtern. Da guckt er, ne? Ich sehe fast so aus wie du, ne? Nicht ganz mit so einer schicken Uniform, aber... Was passiert wohl, wenn ich das Kamerateam vermöbel? Parker und Ashley, alles klar. Zum Glück nicht ich. Ich wollte mal. Komm. Geht gar nicht. Schade, ich kann den keine rüberhauen. Ah! Hätte ich gerne gemacht. Frühstückszeit. Ja, jetzt bin ich hier jetzt auch mal bewaffnet, ne? Hier beim Frühstück. Frühstück ist halt eine ganz schön gefährliche Gegend hier. Jetzt werden wir gucken, dass ich hier nicht wieder... So, mit E mache ich das, ne? Und mit E setze ich mich dahin. Okay, so. Gut, gefrühstückt haben wir. Kann ich jetzt hier noch irgendwem eine verpassen? Ne, warte mal. Ich suche mir jetzt einen, der irgendwo abseits rumläuft. Und dem verpasse ich einfach eine. Freunde! Wer bist du denn hier? Möchtest du eine Tasse Tee? Wer bist du denn? Ich weiß nicht, wer der ist. Jambo. Ich kann Jambo aber auch irgendwie nichts tun. Jambo ist unverwundbar. Nein, warum das denn? Da habe ich mir gerade ein Opfer ausgesucht, ne? Komm, stell dir, bevor ich wieder arbeiten muss. Was sind Makros? Ja, das ist immer die Frage, ne? Da bin ich auch selber überfragt. Kann ich vielleicht so einen Koch vermöbeln? Nee. 8.58 Uhr, 8.59 Uhr. Was kommt jetzt nochmal? Freizeit! Wunderbar! Ja, dann suchen wir uns jetzt hier mal irgendeinen Trottel aus, ne? Am liebsten würde ich ja so einen... Warte, ich guck mal hier. Der hier, der scheint einen Haken zu haben, ne? Reese. Wir folgen mal ganz unauffällig dem Reese, ne? Ob der ahnt, was wir vorhaben? Nein, niemals. Eigentlich? Bam! Bam! Reese, mein Freund, so! Jetzt können wir den schnell durchsuchen, ne? Was hat er denn da? Eine Sicherheitsbrille. Und eine Kerze, so. Schaut nicht gut aus um den, ne? Nee, das schaut echt nicht gut aus, das stimmt. Der arme Reese. Der hatte aber leider nichts Tolles dabei. Bringen wir trotzdem mal nach Hause. Wir brauchen wieder ein bisschen Platz hier, ne? So, und lassen wir einfach mal hier die ganzen Sachen zu Hause. So, jetzt können wir wieder...
Oh, der hier, der. Ich habe nicht so viel Leben, ne? Nee, ich warte mal noch. Ich gehe jetzt nochmal auf die Suche hier. Vielleicht haben wir Glück und finden ein Stück Seife. Und eine Socke. Dann können wir uns eine gute Sockenwaffe machen. Ja, Klebeband muss ich mitnehmen, ne? Ein Buch? Eine alte Schachtel? Nee, das ist all das. Wir suchen nur illegale Sachen, ne? Für legale Sachen interessiere ich mich gar nicht. Und ich renne hier gerade mit einem Knüppel einfach so durch den Knast. Ja, das stimmt. Nochmal ein Blech? Nee, Blech brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Wir brauchen bessere Sachen. Kann man machen, ne? Ja, anscheinend den Wächtern fällt das halt nicht auf oder denen ist das egal. Ich bin halt so mit denen, ne? Ich bin halt ganz dicke mit den Wächtern. Bestech die halt. Oh, nochmal eine Pfeile, das ist gut. Mehr Pfeilen. Vielleicht kann ich mich da irgendwo rausfeilen. Ich brauche halt eine Säge, ne? Oder haben wir das mit einer Pfeile gemacht? Da wird doch wohl irgendwo ein Lüftungsgitter in meinem Raum sein, ne? Na, wo sind denn hier die anderen Zellen? Hallo, werte Zellengenossen und Mithäftlinge. Hayden, was hast du denn so? Hayden, zeig mal. Da haben wir schon mal eine Socke, gut. Tube mit Talkumpulver. Da könnten wir doch bestimmt auch in die Socke tun, ne? Aber nee, wir machen uns eine Standard-Seifensocke. Wie viele Pfeilen finden wir denn hier? Ganz schön viele Pfeilen hier im Knast vertreten, ne? Oh, muss ich wieder kurz warten, bis der hier weg ist, ne? Der mag das wahrscheinlich nicht und du auch nicht, wenn ich hier die anderen Zellen durchsuche. Dann gehe ich einfach hinter dir hier in die Zelle rein. Sascha, was hast du denn da? Da ist die Seife! Jawohl, wir haben schon alles, was wir brauchen. Klebstoff. Klebstoff ist auch nicht schlecht, ne? Warte mal. Ich mache mir jetzt hier mal eben schnell Seife und Socke. So, fertigen. Da haben wir noch eine Waffe, eine Sockenkeule. Die ist, glaube ich, besser, habe ich gehört. Vor allem habe ich jetzt zwei Waffen, das ist gut, ne? Eine kann ich zu Hause lassen, eine kann ich mit mir mit rumschleppen. So. So, jetzt klauen wir hier nochmal schnell was. Was hatte Sascha denn noch? Da war doch noch was, ne? Hier, Klebstoff. Klebstoff ist bestimmt nicht schlecht. Ein Keks. Ja, lass mal, ich brauche keinen Keks. Mittagszeit, es ist wieder Essenszeit. Na, wichtig, dass wir uns hier an die Routinen halten. Also schnell in die Küche, uns da mal eben blicken lassen. Und ist schon wieder eine Schlägerei. Warte mal, das ist gut, wenn die sich da gerade prügeln. Kann ich den doch bestimmt schnell looten, oder? Ey, boah, da war der Sanitäter zu schnell da, Mist. Der hatte Schokolade. Ich wollte ihm gerade die Schokolade klauen. So, kurz was essen. Ja, das reicht schon hier, ne? Kann ich das Tablett jetzt auch klauen? Ich setze mich noch kurz hin. So. Sanitäter! Und da kann ich nochmal hier. Guck doch schnell in den rein da. Oder, ach so, da war jetzt bestimmt, weil die anderen da waren, ne? Konnte ich da jetzt nicht reingucken. Mist! Kann ich die nicht... Ach, warte mal. Ne, geht gar nicht. Schade. Oder ob ich die hier drin K.O. hauen kann? Ich glaube, ich lasse das jetzt hier besser mit den Schlägereien. Warte mal. Ich habe doch noch eine viel bessere Waffe, ne? Hier so. Die Sockenkeule, die war doch vorhin voll gut. Hallo, Freunde! Ich suche mir jetzt hier noch irgendjemanden, den ich K.O. schlagen kann. Warte, lass mal im Suchen gehen. Irgendwen ist mir gerade Arbeitszeit. Scheiße, ich muss arbeiten. Da muss ich halt mal arbeiten gehen schnell, ne? Und das mit meiner Socke. Ja, ihr kennt das ja, ne? Der gute Mann, der trägt halt eine Socke. Ich brauche Handschuhe und Maske. Das ist natürlich jetzt doof. Ich habe keinen Platz für Handschuhe und Maske. Shit, ich muss ganz schnell zurück. Ob ich mein Arbeitspensum heute noch erfüllt kriege, das ist halt die Frage. Na komm, wir geben nicht auf, wir versuchen das. Was willst du denn? Du hattest eine Quest, oder wie? Die Ausrufezeichen hier. Ich habe mal keine Zeit. Ich habe nur noch ein paar Minuten hier. Oh Mann. Und mein Pult ist auch voll, ne? Fast. Was lassen wir denn mal hier? Die Pfeile lassen wir mal da, ne? Die Pfeile lassen wir mal da. Und dann ist das Ding hier leider schon voll. Eine Waffe will ich noch hier lassen. Hier, die Büroklammer ist auch gut. Ich nehme die Soda mit. So. Ja, das reicht. So. Ich habe halt auch nicht rausgefunden, wie ich irgendwas wegschmeißen kann. Nochmal schnell jetzt da hoch. Wir müssen jetzt hier unsere Arbeit machen. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Wir haben noch so viel zu tun. Ich komme hier zu nichts. Und wir haben doch keine Zeit. Handschuhe und Maske. Okay, so habe ich. Gut, dann jetzt hier schnell. Ganz schnell, wir haben noch keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange ich halt Zeit habe zum Arbeiten. Aber ich glaube nur bis 3, ne? Oder bis 5. Hallo, nimm den nächsten Beutel. Jetzt habe ich auch Pech und kriege hier nur blaue Beutel. Scheiß blauen Beutel. Nur blaue, ne? Das ist bestimmt, weil ich jetzt zu spät war. Scheiße, aber hier zum Glück rote. Und jetzt nochmal einen roten. Grüner wäre gut. Ne, die roten sind eigentlich schon super. Mehr rote! Kann ich noch von der Seite reinschmeißen? Der geht auch. Ah, das schaffen wir noch, ne? Das schaffen wir. Wir haben unser Soll erfüllt. Okay, gut. Kann keiner meckern.
Wie kann ich jetzt den Scheißkram hier wegschmeißen? Ah, rechte Maustaste Abwurf. Alles klar, wunderbar. So, wissen wir jetzt, wie wir den Scheiß hier wegkriegen. Hier ist kein Platz zum Ablegen. Achso, dann schmeißen wir da halt dahin. Huh, das ging ja so gerade nochmal gut. Sportzeit. Es ist Sportzeit. Wunderbar. Aber ich würde sagen, hier die Folge ging auch schon wieder lange genug. Ich habe es immer noch nicht geschafft auszubrechen, aber ihr seht, ich bleib dran, ich mache weiter. Wir müssen jetzt ein paar Sachen organisieren gehen und uns hier natürlich an unsere Routinen halten, ne? Um hier irgendwie rauszukommen. Ob wir es dann schaffen, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, wenn dann, ne, schaltet wieder ein. Ich bin hier erstmal raus. Bis zur nächsten Folge.